einmal ein Filmamateur. Kein großer, nur ein kleiner 8mm Filmer. Er hatte eben seinen Urlaubsfilm fertiggestellt, war recht zufrieden mit seinem Werk und wollte sich damit am nächsten Wettbewerb beteiligen. Da kam ihm der Gedanke, das Filmchen zuvor von einem erfahrenen Filmhasen begutachten zu lassen. Ja, wie es ihm aber dabei erging, na, sehen Sie bitte selbst. Ach du lieber Gott, ein Film vom Gebirge. Ja, das ist ja mal ganz was Neues. Da haben Sie wohl gewohnt. Interessant, interessant. Na, das musste ja wohl kommen. Blumen und Bienchen. Oh, wie süß. Und das ist wohl Mutti. Na, die darf natürlich nicht fehlen. Mutti vorn, Mutti hinten. Immer dasselbe. Ach Gott, wie lustig. Was sagen Sie zu diesen Aufnahmen hier? Na, das ist doch mit den heutigen modernen Kameras überhaupt kein Kunststück. Da brauchen wir doch bloß hinhalten, dann geht alles von selber. Aber der Film ist doch scharf. Naja, was man eben bei 8mm so scharf nennt, das müssten Sie mal auf 16mm sehen. Dann würden Sie das da wirklich nicht mehr als scharf bezeichnen. Ach, der Film geht schon auf 16. Wer was kann, filmt 16 mm. Sie kommen aber dort so vor wie der Clubleiter von den Nordbayerischen. Die Leute sollen wohl sehen, dass sie eine Gummilinse haben. Ei, ei, die Mutti ist auch wieder da. Und schon wieder Blumen und Kleingetier. Also dem Film würde ich den Titel geben, Mutti am Rande der Wiese. Das sollte wohl ein Gag sein. Selten so ihr lacht. Schon wieder Wasser. Mensch, da können einem ja die Augen nass werden. Was anderes ist ihm wohl nicht eingefallen. Ich habe in Hersbruck einen preisgekrönten 16mm Film gesehen. Der handelte nur von Wasser. Ja, da hat sich aber auch was drin gespiegelt. Sie werden sich doch nicht damit vergleichen wollen. Also das würde unser Regionalleiter als ausgesprochenen Hartscher-Film bezeichnen. Was ist denn das für eine Musik? Lassen Sie das mal unseren Clubvorstand hören. Amerikanische Jazzmusik im Gebirge. Das ist unmöglich. Und so etwas wollen Sie zum Wettbewerb laufen lassen? Ja, sagen Sie, wo ist denn da der rote Faden? Ja, wenn ich aber einen Kommentar dazu sprechen würde. Dass Sie mit Ihrem bayerisch-fränkischen Dialekt versteht doch sowieso kein Mensch.
wieder Gummilinse. Mann, gummieren Sie doch nicht immer. Nein, 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 so geht das nicht. Hier fehlt die Umwandlung einer Idee zu einem folgerichtig aufgebauten Filmstoff. Vom geistigen Gehalt kann doch hier wirklich keine Rede sein. Sie beherrschen ja nicht einmal die einfachsten Regeln der Dramaturgie. Also ich als erfahrener Juror sage Ihnen im Vertrauen, so etwas können Sie der Jury nicht zumuten. Ach, in der Jury sitzen ja auch nur diejenigen, die keinen Film haben. Wahrscheinlich, weil Ihnen auch nichts eingefallen ist. Was? Sie wagen es, die Jury zu beleidigen? Sie Wald- und Wiesenfilmer, Sie? Wir haben überhaupt keine Spiele. Wir haben die Konstanz verweisen wollen. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben ausgestanden und hat schon den Preis. Ja, das ist ein Aktion, aber sie, aber Mann, das ist ein Zug, das ist ein Film. Aber wir haben keine Schätze, das ist ein Wiesen gebildet. Das war ein Möglich. Und so haben sie zum Wettbewerb. Ja, das ist ein Wiesen gebildet. Ich hätte daran gewonnen, aber das ist ein Wiesen.